seit gewusst, man ihm Zweige genommen habe und eingeladen zu einem neuen Z-Log, während mein Video da so speichert für heute Miitopia, dürftet ihr schon gesehen haben, nehme ich mir die Zeit, um euch mal ein bisschen in meinem Kalender so zu erklären. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Die braunen Stellen hier, die braun markierten Stellen, wann ich arbeitlich so eingespannt bin, dass es für den YouTube-Kanal ein Problem wird. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich bin seit dem 1.9. auch jetzt arbeitlich eingespannt. Das steht auch so in meiner Kanalbeschreibung. Deshalb kann es durchaus zu Ausfällen kommen, ab und an mal. Und das betrifft genau hier auch schon die erste Woche. Nein, es ist nicht die erste Woche, aber es ist genau genommen die zweite Woche im Oktober. Vom 9. bis zum 13. Oktober, da bin ich nämlich auf einer Seminarwoche. Das ja, muss man als FSJler so machen. Ich bin jetzt FSJler ein Jahr lang und ja, habe dann so im Jahr 4 bis 5 Seminarwochen, wo ich dann zwischendurch mal weg bin und eine Woche lang verreist bin. Das heißt, in dieser Woche kann ich dann auch keine Videos produzieren. Das heißt, insofern, wenn nicht vorproduziert ist, bleibt das dann aus. Und ich befürchte mal, dass ja, es ausbleiben wird, weil ja, ich habe schon in der letzten Woche meine erste Arbeitswoche gehabt und nicht denken können, dass das Vorproduzieren während der Arbeitszeit, naja, ich will nicht sagen unmöglich ist, aber etwas schwieriger sich gestaltet. Ja, und am 25. Oktober, da habe ich dann noch einen Tagungstag, aber das sollte für euch nicht so wirklich eine Rolle spielen, weil wenn es nur ein Tag ist, dann wird sich das, glaube ich, halbwegs vorproduzieren lassen und notfalls dann auch an dem Tag noch drehen lassen. Also das ist, da kann es dann sein, dass eventuell an dem Tag kein Video kommt oder sowas. Aber das Wichtigste ist für euch, glaube ich, erstmal die Seminarwochen. Da bin ich dann nämlich wirklich eine Woche weg und kann es dann wirklich sein, dass ihr eine Woche lang nichts zu sehen kriegt. Das heißt nicht, ich habe damit aufgehört, sondern ich bin einfach nur verreist von Berufs wegen. Ich mache eine Berufsreise. Das ist also der 9. bis zum 13. der Fall. Die erste Seminarwoche. Und dann kommt hier Ende November, das ist eine Sache, ja, die gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber Arbeit ist Arbeit, muss sein. Ende November ist dann hier, seht ihr, oder seht ihr nicht, jedenfalls ist hier 24. bis 26., das ist der Freitag, der Samstag und der Sonntag, ein Dreierwochenende. Da bin ich dann auch eingespannt, das ist so ein Wochenende-Aktion, da bin ich dann, ja, dann muss ich dann, da habe ich Dienst, dann muss ich arbeiten. Das Problem ist, darauf folgt dann vom 27. bis zum 1. Dezember, also vom 27. November bis zum 1. Dezember, eine Seminarwoche. Das heißt, ich bin ab 23.11. weg. Mein Handy klingelt. Ja, kann gerade nicht. Ja, das heißt, Vorproduktion Adventskalender 2017 wird es dann wahrscheinlich in den November fallen. Da werde ich dann den Adventskalender also weitestgehend vorproduzieren, weil ich dann natürlich am 1. oder zumindest am 30. oder am 29. halt in den Tagen halt nicht die ersten Videos hochladen kann. Deshalb muss ich dann die Vorproduktion hier so in den Bereich Mitte, Anfang November legen. Das heißt, es kann dann auch insofern kürzer kommen, weil ich halt in der Vorproduktion für den Adventskalender stecke. Das heißt, November wird ein bisschen knifflig. Wer weiß, es kann sein, dass der November ein bisschen schmal wird. Aber ja, ihr wisst jetzt zumindest Bescheid vom
24. November bis zum 1. Dezember bin ich dann sozusagen auch im schlimmsten Fall nicht erreichbar und war irgendwo in einer Waldhütte unsere Seminarwoche machen. Dann habe ich auch kein Internet und kann eure Fragen und Kommentare leider nicht beantworten. Ja, im Dezember sieht es dann relativ entspannt aus, dass die Striche hier, die braunen Striche, die ihr seht oder halt auch nicht seht, ich weiß nicht, wie die Kamera eingestellt ist, aber die braunen Striche, das ist der Betriebsurlaub, das heißt Urlaub. Ja, und da bin ich dann frei, dann habe ich dann ab dem 21. Urlaub und ja, das heißt die Weihnachtstage, zumindest die letzten Adventstage, die letzten Adventskalendertage, 21., 22., 23., 24. Kann auch mal sein, dass ich da dann ein zweites Video am Tag hochlade zum Adventskalender und mal was Schönes kommt. In der Weihnachtszeit, also am 25. und am 26. habe ich generell vor, eine Pause einzulegen, weil Weihnachten und Familie, aber das dann später. Ja, und das waren dann quasi die Seminartage und Wochen, in denen ich dann halt weg bin für dieses Jahr. Es gibt dann natürlich noch ab Januar und dann für Februar, März, April, Mai, Juni und Juli noch Seminartage. Im Juli kann ich schon mal sagen, steht dann eine längere Reise an. Da bin ich dann sogar außer Landes von Arbeitswegen her. Aber das ist dann das Problem von Zukunftszwecki. Das erstmal für 2017. Jetzt ist erstmal September und ja, gucken wir erstmal, was der Oktober so bringt. Der Oktober, wie gesagt, jetzt habe ich den Kalender fast kaputt gemacht. Der Oktober hier, wie gesagt, Seminarwoche vom 9. bis zum 13. Dass ihr es erstmal wisst, jetzt hier. Steht auch noch alles mal geschrieben in der Infobox, in der, Quatsch, wer ist das, Kanal, nein, Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, da habe ich alles noch reingeschrieben, die Termine, wo ich weg bin, die Wochen. Ja, ansonsten gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, sollte es euch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Dieses Jahr war jetzt so ein bisschen One-Taker und ja, ist halt nicht sehr aufwendig. So halt MP4 so mäßig gestaltet. Ja, habt's noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinnen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.